Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu einem kleinen James Bond Special. Diese Woche ist ja der neue James Bond Film Spectre in den Kinos angelaufen. Wir schauen uns jetzt erstmal die Atari 2600er Version an, James Bond 007 von den Parker Brothers. Und danach habe ich noch zwei C64 Spiele rausgesucht, an die ich mich auch noch recht gut erinnern kann. Aber jetzt lassen wir uns erstmal reinsteigen. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Moon Patrol und ich habe eigentlich so gar keine Ahnung, was hier zu tun ist. Hier kommt immer so ein Loch im Boden. Oh, den kann man abschießen, den Hubschrauber. Die andere Raumstation kann man hier auch abschießen. Ja, und in dieses Loch, das habe ich euch jetzt gerade mal demonstriert, sollte man nicht reinfahren. Genauso wenig sollte man sich von den Hubschrauber treffen lassen, beziehungsweise von dieser komischen Raumstation, die hier rumfliegt. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist hier zu tun? Und was hat das Ganze mit James Bond zu tun? Oh, ein Kristall. Ja, diese Station kann ich wohl nicht treffen, so wie es aussieht. Und was der Hubschrauber dort immer macht, ist das ein Suchscheinwerfer? Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Ja. Das Ding sieht so ein bisschen aus wie so eine Tortenspritze. Zumindest das, was unten dran hängt. Aber kann ich mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben in einem James-Bond-Film. Eine Tortenspritze. Ah, nein. Hau ab. Warum kann ich den nicht abschießen? Den Hubschrauber trifft man auch nur hin und wieder. Also ich finde das Spiel schon ein wenig merkwürdig. Auch der Bezug zu James Bond an sich erschließt sich mir nicht so ganz. Aber solange ich auf Diamanten schießen kann... Boah, hallo? Ist ja alles in Ordnung. Oh, was jetzt? Neuer Level? Unterwasser-Level? Warum bin ich jetzt in einem Unterwasser-Level? Jetzt kann ich auch nach unten schießen. Das ist okay. Oh, auf was muss ich hier schießen? Ich vermute mal, da sollte ich nicht rein. Muss ich das abschießen hier? Ich kapiere es nicht. Nochmal. Also, erstmal hier... Vermutlich Mondoberfläche oder so. Gut, fahren wir ja. Fahren wir entlang. Also ein bisschen was, wie gesagt, Moon Patrol-mäßiges. Obwohl Moon Patrol ungefähr 10 Millionen mal besser war. Bei Moon Patrol konnte man wenigstens sehen, wann das Levelende erreicht ist. Das ist hier eher auch nicht so der Fall. Also, vielleicht muss man auch nur 3 Diamanten pro Level abschießen. Oder so ähnlich. Dann habe ich jetzt ja schon den zweiten, wenn ich das richtig sehe. Ach, ich habe echt mal wieder einen Knick in der Kuppel, Leute. Na, komm her. Blöder Hubschrauber. Ne, der lässt sich einfach nicht abschießen. Gut, können wir halt nur auf Diamanten schießen. Die können uns natürlich treffen. Ist klar. Hoppala. So, das war der dritte Diamant. Hau ab. Den habe ich auch ganz klar getroffen, meiner Meinung nach. Aber okay. Ich will ja nichts sagen. Wieder eins dieser unfairen Spiele. Jetzt sind wir im Unterwasserlevel. Natürlich, wie soll man denn da noch ausweichen? Ist das vielleicht ein bisschen unfair? Ein ganz kleines bisschen? Ein ganz kleines bisschen? Ja. Da hast du keine Chance. Du kannst nämlich auch nicht viel weiter runtertauchen. Ich glaube, das Draufschießen bringt einfach nichts, sondern diese Implosion im Wasser vor sich geht, die verschwindet automatisch nach ein paar Sekunden. Aber solange muss man versuchen, dieser Implosion auszuweichen. Ja, großartiges Spiel. Auf der anderen Seite, okay, für 1982 gar nicht so übel. Das sieht nicht schlecht aus, das hört sich gar nicht so schlecht an. Hat zumindest 2 verschiedene Level. Das war auch nicht immer so 1982. Technisch kann man dem Spiel sicherlich nichts vorwerfen. Auch von der Steuerung her ist das vollkommen in Ordnung. Auch wenn ich nicht weiß, wieso ich den Hubschrauber und die Tortenspritze nicht abschießen kann. Naja. Wahnsinn. Da ballerst du wie ein Bekloppten aus allen Rohren und hast keine Chance. Ja, dann... Doofe Tortenspritze. Ja, sicher. Was soll man denn da machen? Ich meine, dann in dem Moment hat man keine Chance auszuweichen. Man kann nämlich auch nicht tiefer tauchen. Das ist das Problem.
Vielleicht. Ja, man könnte drüber wegspringen. Ja, das funktioniert. Der fliegt ja doch relativ weit, der Wagen oder das Raumschiff oder was auch immer wir hier benutzen. Moonbuggy will ich ihn jetzt nicht nennen. Das wäre zu vieles Gutes. Vielleicht sollte man einfach immer drüber springen und sich dann nicht abschießen lassen von den Fieslingen und Bösewichten im Hubschrauber. Naja, man hat es nicht leicht als James Bond. Ist nicht immer nur schöne Frauen und exotische Plätze und hast du nicht gesehen? Och, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im ersten 1064-Spiel wieder, welches ich euch zeigen will. Welches ist denn das? Ich glaube, James Bond, The Living Daylights. Oder auf Deutsch, Der Hauch des Todes. The Living Daylights 007, Der Hauch des Todes. Aus dem Jahr 1987 schon. Relativ spät. Drücken wir mal F7 und steigen mal ins Spiel ein. Gibraltar. Ja, wir rennen hier rum als James Bond. Wir können uns abrollen. Wir müssen über diese Steine springen, die uns an den Weg legen. Wir können anhalten und dann schießen. Mit unserer Paint Gun. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder die deutsche Version. Paint Gun. Deswegen können wir die leider nur einfärben, die Gegner. Aha, wo seid ihr? Ja, komm her. Ich beschmutze deine Uniform. Ja, egal, dann laufe ich halt weiter. Ja, so, diese großen Steine müssen wir drüber springen. Sonst legt er sich nämlich hin, der gute James Bond. Ja, so als top ausgebildeter Spion der englischen Königin hat man es halt nicht unbedingt drauf, über Steine zu springen. Und wie gesagt, rollen können wir auch. Da, oh, hoppala. Dann fällt er hin. Hat da Plumps gemacht. Ja, was hier wirklich zu tun ist, Gegner abschießen, weiterlaufen. Ich vermute mal, dass hier irgendwann mal ein Levelende kommt. Na, so groß ist Gibraltar ja auch nicht. Eigentlich, wenn es nach der Realität ginge, dann hätten wir das Land wahrscheinlich jetzt schon einmal komplett durchquert. Ja. Für alle, die nicht so gut sind in Geografie, Gibraltar ist der kleine Zipfel, der unten südlich an Spanien dranhängt. Gehört zum britischen Königreich. Hätten die Spanier gerne zurück. Aber das werden die wohl nicht mehr abgeben. Ach, da verliere ich sogar Energie, wenn ich über den Stein falle, oder? Ja, einmal, wenn sich der gute James da... Tot. Wenn sich der gute James da natürlich das Knie aufschlägt, das ist klar. Das tut weh und das zieht auch Energie ab. Ich versuche jetzt einfach mal durch den Level zu rennen. Was soll schon passieren? Den einfach gar keine Chance geben, mich zu treffen, mich zu beschießen. Aber die treffen mich trotzdem, oder? Ja, das bringt also alles nichts. Auch als Kind, ich kann mich an dieses Spiel gut erinnern. Ich hätte jetzt einen Trainer einschalten können, ja. Aber als Kind kann ich mich gut daran erinnern, ich wusste eigentlich nie, was es hier zu tun gibt. Lauf, James, lauf. Roll dich ab. Run, James, run. Ja, schon spannend. Wie gesagt, Levelende. Hallo, ho. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was bringt es auch, stehen zu bleiben und auf die zu schießen? Wir haben eine Paint Gun dabei. Eine Paint Gun. Darf doch wohl nicht wahr sein. Na egal, laufen wir weiter. Ist jetzt nicht so spannend, glaube ich. So. Da ziehe ich dann doch die James-Bond-Filme vor. Obwohl hier Hauch des Todes war, glaube ich, mit Timothy Dalton, oder? Ist auch eher so... unglückliche Auswahl gewesen. Timothy Dalton, wie viele Filme hat er gemacht? 2? Aber ja, auf der anderen Seite, Daniel Craig ist auch nicht mein Favorite. Verstehe ich auch nicht, wie man den als James Bond auswählen konnte. Fast meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und ich würde es auch begrüßen, wenn das jetzt sein letzter James Bond Film wäre. Man sich dann für eine gescheite Nachfolge entscheiden würde. Nicht unbedingt für David Beckham, so wie viele Fans vorgeschlagen haben. Ich weiß nicht, was der Quark soll. David Beckham als 007. Ja, weiß ich nicht. Und Victoria Beckham dann als böse Gegenspielerin oder so? Damian Lewis könnte ich mir sehr gut vorstellen. Den mag ich sehr. Ist auch Brite, kommt glaube ich sogar aus London. Und wird sich dann auch sehr gut machen als ein britischer Geheimagent. So. Alternativ, wenn sie mich fragen würden, ich würde es natürlich auch machen.
Gar kein Problem. Ich glaube, ich wäre ein guter James Bond. Nur mal ein Englisch mit deutschem Akzent. Das wird sie sicherlich sehr gut machen. So, nochmal ein bisschen schießen hier. Ein paar Punkte kriegen. Jetzt sind wir gestorben, weil wir uns wieder das Knie angestoßen haben. Ich würde sagen, das reicht hier an der Stelle auch. Wir sehen uns gleich wieder bei 007 License to Kill, ebenfalls auf dem C64. Und da geht's da mal richtig runter, wird da mal richtig schön geballert. Na gut, jetzt baller ich auch mit der Paintgun. Naja. License to Kill, Lizenz zum Töten. Von 1989, auch relativ spät. Aber mit der originalen Musik, das ist doch schon mal ganz nett. Steigen wir mal rein. Im ersten Level fliegen wir, glaube ich, mit einem Helikopter, genau. Ja. Da müssen wir ja schießen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht an die Häuser rankommen. Denn sonst stürzen wir ab. Ich habe mal unendlich Energie eingestellt. Ich war mal so frei. Ja, was muss ich denn machen? Muss ich hier auf den Buggy hier schießen? Warum erwische ich den nicht? Doch, ich erwische ihn wohl, oder? Stirb! Stirb, du Buggy! Yes, und? Spiel geschafft? Sind wir durch? Ich fürchte fast nicht. Oh, was ist denn hier los? Ja doch, Level zu Ende. Oh nein, was ist denn jetzt? Ach, bin ich jetzt in dieser Pixelmatsch hier? Moment mal, ich kann laufen. Und ich kann schießen. Aber wie kann ich denn in eine andere Richtung schießen? Muss ich Feuer gedrückt halten? Ach, ist ja auch egal. Wir haben ja unendlich Leben. Ich komme einfach so durch die Gegnermassen durchrennen. Ich bin James Bond. Ihr könnt mich nicht erschießen. Ihr könnt vor mir wegrennen. You can run, but you cannot hide. Ich habe keine Ahnung. Pistole ziehen, schießen. Das ist soweit ganz gut. Ah, Hilfe. Wenn ich mich jetzt mal nach links drehe, nach links gucke, zieht er trotzdem wieder die Waffe nach rechts. Ich konnte doch gerade meine Waffe bewegen, oder nicht? Ja. James, mach mal. Komm. Gerade ging's doch. Ich drück mal nach oben. Nach links. Ah, ich kann mich nach links und rechts drehen mit der Waffe. Ich verstehe. Das ist natürlich mal eine ganz clevere Steuerung. Oh, keine Munition mehr. Muss ich die Waffe neu ziehen? Nö, keine Munition mehr. Ja gut, dann komm mal her. Gib mir Munition. Liegt hier irgendwo Munition rum? Was mache ich denn jetzt ohne Munition? Pistole werfen oder wie? Also ich vermute mal, ohne unendlich Energie und Leben wären wir jetzt schon tot. Ist das hier Munition? Nee. Kann man hier... Das kann so nicht sein, oder? Dass hier keine Munition mehr gibt. Im Level. Hallo, wie hart ist das Spiel denn bitte? Ja, dumpti-dumpti-dum. Jungs, ihr gehört zu euch. Seht ihr das nicht? Ich habe nur ein weißes Hemd an. Naja. Egal, laufen wir einfach. Oh, einmal links, rechts, okay, rüber. Es kommt ja noch ein Auto. Nee, nee, das muss ja nicht sein. So, was haben wir hier? Level Ende. Ja, das habe ich doch super gemacht. Komm mal, ich durchspielen das Spiel, oder? Es gibt ja doch nur 5 Level. Ah, und endlich wieder Hubschrauber. Okay, wenn ich jetzt nicht ganz verstehe, was ich hier machen muss. Hinter mir fliegt James Bond, ist das richtig? Im Fallschirmsprung. Und was muss ich machen? Muss ich den ins Flugzeug reinbuxieren oder wie? Ich kann mich an den Film ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Gab es da so eine Szene? Ja, sieht gut aus. Jetzt hat er das Flugzeug. Jetzt kann ich gar nichts mehr tun. Scheint richtig gewesen zu sein. Okay, jetzt habe ich eine Harpune oder sonst irgendwas, mit dem ich schießen kann. So wie es aussieht, kann ich nicht schießen.
kann nur schwimmen. Doch, jetzt kann ich schießen. Hä? Und jetzt? Wasserski fahren oder was? Aua, das tat bestimmt weh. Oh, gehen wir im nächsten Level, was soll's? Kann ich schon wieder nicht schießen? Hui, was muss ich hier machen? Bombe abwerfen? Kann ich aber nicht. Geht das vielleicht mit der Space-Taste? Hm. Sound haben wir auch keinen mehr, keine Musik, gar nichts. Überholen wir einfach den LKW, den wir wahrscheinlich zerstören mussten. Ist ja vollkommen egal. Oh, kommt noch einer. So ein Buggy, der auch nichts macht. Ja, aber wir können nach links fliegen, wir können nach rechts fliegen. Wir können zwar nicht schießen, warum auch? Im Shooter, warum sollte man schießen können? In meinem zweiten Level haben wir uns 3 Patronen mitgegeben. Viel Glück bei 2000 gefühlten Gegnern. Oh, okay, jetzt... Ah, jetzt bin ich im LKW drin. Ich bin also aus dem Flugzeug rausgesprungen, in den LKW rein. Und fahre jetzt in den LKW. Ich kann jetzt aber kein Stück zurückfahren. Der bleibt da oben am Bildschirmrand. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Komm, wir fahren mal links. Ist ja ein britischer Film sozusagen. So, weg mit hier. Wir rammen alles runter. Oh, hier mal abbiegen. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Hm. So, mal wegrammen. Ja. Spannend. Ohne unendlich Leben wären wir jetzt wahrscheinlich schon wieder kaputt. Ja, weg mit dir. Mein Gott, wie fährst du denn? Ist hier nicht der Eurotruck Simulator. Mach Platz. Ob es hier auch nochmal ein Levelende gibt? Ich meine, rechts da sind jetzt 2,5 Balken, die weniger werden. Das könnte natürlich die Strecke sein. Oder die Zahl da drunter. Das... Ach, der Junge, ey. Ey, du fährst echt... So, ne, geh weg. Haha. So, jetzt geben wir mal Gas hier. Gott, ist das spannend. Dum 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 dum. Nur damit wir ein bisschen Musik haben. Ich fürchte aber, ich kann hier fahren, bis es keinen Morgen mehr gibt. Wir können natürlich jetzt abwarten, bis diese Anzahl, diese 1000, die jetzt auf 999 runtergegangen ist und weiter abnimmt, zu Ende ist. Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss ich auch einfach hier rechts ranfahren, das nächste Mal, wenn hier so eine Einbuchtung kommt, und muss da vielleicht anhalten. Poiscan machen, Drive-In fahren, einen leckeren Burger holen, so einen britischen Burger mit Pfefferminzsoße. So, einfach mal hier anhalten. Wir können dann immer das komplett anhalten. Ja, dann gehen wir halt wieder Gas. Dauert ja nicht mehr lange. Es sind nur noch 150 Einheiten, was auch immer. Zeiteinheiten, Wegeinheiten. Ja. Und, da ist der Zahler, der Zähler auf 0 und wir fahren immer noch. Ja gut, 007, License to Kill. Weiß ich nicht, müssen wir vielleicht mal ohne Trainer spielen, obwohl dann würde ich nie im Leben den zweiten Level erreichen. Ich habe es nämlich probiert in der Probeaufnahme. Das war mein kleines James Bond Special. Es gibt ja so viele James Bond Spiele, die erschienen sind. GoldenEye zum Beispiel auf N64 ist richtig gut, aber auch die NDS-Version, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist von GoldenEye 007, nennt die sich, die ist auch richtig gut. Auf dem NDS kann man richtig gut spielen. Also es gibt schon richtig gute James Bond Filme und dann gibt es natürlich auch den üblichen Lizenzkram, der eher nicht so gut ist. Naja, James Bond ist Kult. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye bye.